Hey, ihr schönen Menschen. Hallo André. Oder Elliot. Oder wie auch immer du dich demnächst nennst, weil du dich mal wieder so scheiße findest, dass du jemand anderes sein willst. Ich bleib der Einfachheit halber aber mal bei André. Willkommen zu einer neuen Folge von Klischee-Bingo. Ja, Klischee-Bingo ist super. Da kann man jede Menge Strohmänner raushauen und die Jungs hast du ja erfahrungsgemäß besonders gern. Heute geht es mal um einen Eindruck, der wahrscheinlich entsteht, wenn man keinen genauen Einblick in das Leben einer Person mit Neurosen hat. Alter, bei jemandem, der festen Überzeugung davon ist, dass die britischen Kolonien für die islamische Homophobie verantwortlich sein sollen, würde ich eher auf eine Psychose statt Neurose tippen. Außer natürlich, wir betrachten es als Zwangsneurose, bei der dein Weltbild nur Konsistenz aufweist, indem der weiße Cis-Heteromann für alles Leid dieser Welt verantwortlich ist. Du versinkst doch nur im Selbstmitleid. Du musst dich schon ein wenig mehr bemühen, um etwas zu erreichen. Okay, wer noch nie in Selbstmitleid versunken ist, der werfe bitte jetzt den ersten Stein. Ich kann mich davon definitiv nicht freisprechen. Dass ich aber nur in Selbstmitleid versinke, das halte ich wirklich für ein Gerücht. Also wenn ich mir deine Videotitel so anschaue, halte ich das für eine erwiesene Tatsache. Es geht auch eben nicht darum, dass wir uns nicht alle mal eine Runde gönnen würden, wenn uns irgendeine üble Scheiße passiert ist. Das ist eine ganz normale Reaktion und die ist völlig okay. Bei dir stellt Selbstmitleid jedoch deine Existenzgrundlage und das ist das Problem. Und das ist auch der Grund, warum ich dieses Video mache. Denn offenkundig verarschst du dich selbst und deine zu großen Teilen psychisch kranke Zuschauerschaft gleich mit. Für deine Verhältnisse ist das Video ja halbwegs in Ordnung. Worum es mir geht, ist, dass du wie so oft das eine sagst und das andere tust. Und in meiner Top 10 der Dinge, die mich zutiefst anekeln und wütend machen, stehen Scheinheiligkeit und Heuchelei ganz weit oben. Lass mich mal mit einer kleinen Geschichte aus meinem Leben anfangen. Meine Neurosen haben bereits in der Grundschule angefangen. Ich war damals dann ziemlich schnell das Problemkind, das von Therapeut zu Therapeut geschickt wurde und als ich 14 war, hatte ich bereits ein halbes Dutzend Therapien, einen Psychiatrieaufenthalt, mehrere andere Tests, mehrere Schulgespräche und auch mehrere Schulwechsel hinter mir. Das war auf Dauer echt ziemlich zermürbend. Zeitweise hatte ich dann bis zu 4 Termine in der Woche, für die ich jeweils dann auch noch 1 bis 2 Stunden fahren durfte und war dann immer von 6 Uhr morgens bis 21 Uhr abends unterwegs und anstatt dass dann irgendwas besser wurde, kamen am Ende nur noch Burnout-Symptome hinzu. Womit du meine Behauptung von eben direkt mal selbst untermauerst. Die Story mit deinem Therapiedrama gibst du ja nicht zum ersten Mal zum Besten und weißt du, was ich mich jedes Mal frage? Sollte die Geschichte stimmen und da hege ich bei einem geltungsbedürftigen Menschen wie dir doch gewisse Zweifel. Aber angenommen, sie tut es. Was zur Hölle hast du als Kind veranstaltet, dass es Fachärzte als auch deine Eltern für zwingend notwendig geachtet haben müssen, dir so ein Programm aufzubürden? Ich meine, es gibt viele verhaltensauffällige Kinder, aber das, was du da aufzählst, sprengt bei weitem alles, von dem ich jemals gehört habe. Wenn Leute unter meinen Zuschauern sind, die mit Kindern arbeiten, also Erzieher, Sozialpädagogen oder so etwas, wäre es klasse, wenn ihr in die Kommentare schreiben könntet, wie so etwas zustande kommt, denn ich kann es mir nicht erklären. Als meine Wochen dann anfingen, endlich mal wieder geregelter abzulaufen, dachte ich mir auch nur, wow, endlich habe ich meine Ruhe. Ich habe da echt keinen Bock mehr drauf und bin dann jedem weiteren Stress auch erstmal aus dem Weg gegangen. Irgendwann haben mich meine Neurosen trotzdem wieder eingeholt, nachdem ich 1 bis 2 Jahre eigentlich ganz gut damit klarkam. Und anstatt mir Hilfe zu suchen, bin ich damals dann wirklich in Selbstmitleid versunken. Ich hatte wirklich überhaupt keine Motivation für nichts. Ich bin nicht in Therapie gegangen, ich hatte nicht nach Bewältigungsstrategien gesucht und ich wollte mich erst recht nicht mit meinen Handlungen und Gedanken auseinandersetzen. Wer hätte es gedacht, diese Überdosis an Selbstmitleid hat im Endeffekt nur dazu geführt, dass meine Neurosen mich quasi von innen auffressen konnten und ich keinen Schritt vorwärts gekommen bin. Props für so viel Selbstreflexion. Die lässt bei dir ja oft zu wünschen übrig. Also ja, zu viel Selbstmitleid ist definitiv keine gute Sache. Trotzdem finde ich das generelle Verurteilen von Selbstmitleid jetzt auch nicht unbedingt besser. Es geht nicht um eine generelle Ablehnung, sondern dass du darin badest und zwar ständig. Ich habe hier einen ganz brauchbaren Artikel gefunden, der selbst für einen geistigen Tiefflieger wie dich verständlich erklärt, warum. Menschen, die an eine grundsätzlich gerechte Welt glauben, neigen bedeutend weniger zu Selbstmitleid als Menschen, die glauben, dass es in der Welt ungerecht zugeht und sie ständig das Opfer von irgendwas oder irgendjemand sind. Aus so ziemlich allem, was dich ausmacht, kreierst du einen regelrechten Opferkult, der es dir rechtfertigt, dich ständig scheiße zu fühlen. Und soll ich dir etwas sagen, André? Die Welt ist ungerecht. Sie ist brutal, grausam und weit entfernt von allem, was man unter fair versteht. Aber es liegt an jedem Einzelnen von uns, sie im Rahmen unserer Möglichkeiten ein kleines bisschen besser zu machen. Du hingegen jammerst nur, erklärst uns ausführlich, warum das bei dir absolut angebracht ist und weist jegliche Kritik an diesem Verhalten mit deinen Sätze, die eine Scheißpussy in ihrer Filterblase nicht hören will, Videos kategorisch mangels Betroffenheit zurück.
Es sind Menschen wie du, die höchst engagiert dabei mithelfen, dass sich unsere Gesellschaft immer weiter spaltet und es so für uns alle beschissener wird. Zum einen kann Selbstmitleid zum Beispiel auch für mich eine Art Übergangslösung sein, bis ich wieder bereit bin zu sagen, okay, ich fühle mich heute stark genug, um dieses emotionale Chaos in meinem Leben wieder aufzuräumen. Ich muss allerdings darauf achten, dass das nicht zu lange ausartet. 1 bis 2 Tage Selbstmitleid werden mich nicht umbringen, da fühle ich mich manchmal wie neu geboren. Würde das allerdings über Wochen und Monate konstant so gehen, würde ich mir damit definitiv selber schaden. Da stellt sich doch die Frage, warum du es trotz besseren Wissens dennoch unentwegt betreibst. Und komm jetzt bloß nicht wieder damit an, dass das nicht stimmen würde. Du führst ja sogar eine Liste über deine Privilegien und Diskriminierungspunkte, gemäß der die Existenz deines Schwanzes und deine Hautfarbe, die einzigen Dinge darstellen, wegen denen du ausnahmsweise mal nicht von der Allgemeinheit fertig gemacht wirst. Du jammerst über eine Diskriminierung von Homosexuellen, hier im Westen, wo euch die Selbstverständlichkeit erlaubt ist, das ganz offen auszuleben und in etlichen Ländern, inklusive seit kurzem auch Deutschland, sogar zu heiraten. Ganz legal und von der überwältigenden Mehrheit der Gesellschaft akzeptiert. Gleichzeitig schaust du bei der homophobsten Gruppe, die auf diesem Planeten existiert, so gezwungen weg, dass man meinen könnte, du hättest einen Krampf im Hals. Und nicht nur das, du sprichst ja sogar wie im Falle von Orlando die auf dem Koran basierende Motivation des Täters ab, obwohl er diese selbst klar geäußert hat. Du verteidigst Menschen, in deren Augen du keiner bist und die dich bei der erstbesten Gelegenheit vom höchsten Dach werfen würden, das sie finden können. Aus deinem Drang heraus, unbedingt etwas Besonderes sein zu wollen, identifizierst du dich ja seit einiger Zeit als non-binär, also so eine Art weder noch Geschlecht. André, in unserer Gesellschaft stört sich schon lange keiner mehr daran, wenn du gemäß eigener Aussagen nach dem Duschen wie ein Obstsalat riechen willst oder dir die Fingernägel lackierst. Selbst bei mir hier im Herzen der schwäbischen Provinz tragen Männer, die sich auch als solche definieren, rosa Händen und klatschen sich abends schon mal eine Gesichtsmaske auf die Visage. Schauen wir auf den Unterhaltungssektor, ist es seit Jahrzehnten gang und gäbe, dass sich Männer schminken, Outfits tragen, die man in einem Gay-Club erwarten würde, und Frauen mit Glatze sind auch so überhaupt gar nichts Besonderes. Jeder kann und soll nach seiner Fasson leben und es ist ein wirklicher Verdienst an der Menschheit, dass die allermeisten das nicht nur tolerieren, sondern akzeptieren. Mit deinem Gejammer und deinen selbst kreierten Problemen, wie zum Beispiel, dass es dir nicht passt, dass gewisse Kosmetikprodukte mehr oder minder gegendert sind, machst du dich einfach nur lächerlich. Aber widmen wir uns doch noch ein bisschen der Biologie. Man kann Intersexuelle, also Menschen, die mit sowohl weiblichen als auch männlichen Geschlechtsmerkmalen in verschiedener Ausprägung geboren wurden, durchaus als eigenes Geschlecht betrachten. Allerdings müssen wir hier auch ehrlich auf den Tisch legen, dass diese Zwischengeschlechtlichkeit eine lange Liste von Problemen mit sich bringt. Und deswegen ignorierst du wohl auch den Link in dem Artikel vom Tagesspiegel, in dem aufgezeigt wird, dass es gerade unter den Intersexuellen einen ganzen Haufen Menschen gibt, die es so gar nicht gut finden, dass Vögel wie du oder auch Hängermäßig sie für eure politischen Ziele missbrauchen. Ihr zieht die Menschen, die tatsächlich leiden, weil sie anatomisch völlig aus der Reihe tanzen oder die sich wirklich im komplett falschen Körper gefangen fühlen, ins Lächerliche mit dem, was ihr da veranstaltet. Aber das ist euch bei eurem narzisstischen Kreisfixen ja scheißegal. Nimmt das aber definitiv nicht als Ratschlag auf. Das kann in eurem Fall vielleicht auch absolut destruktiv sein. Was für mich funktioniert, funktioniert nicht unbedingt auch für andere. Aber ich glaube, ihr kennt euch da selber am besten. Ja, aber genau das ist doch der Punkt. Niemand nimmt es einem übel, dass man ein schlimmes Ereignis verarbeitet, indem man sich ein paar Tage für die erlittene Ungerechtigkeit selbst bemitleidet und so seine Kräfte wieder sammelt. Der Knackpunkt ist, dass für dich selbst absolute Lappalien oder selbst konstruierte Probleme dafür herhalten und es so sehr wohl zu einem Dauerzustand machen. So kann Selbstmitleid aber auch ein Zeichen von Hilflosigkeit sein. Du weißt einfach keine Alternativen und findest da selber nicht mehr raus. Wenn dir dann jemand sagt, wenn du immer nur in Selbstmitleid versinkst, kommst du auch nicht weiter, hilft das relativ wenig. André, irgendwann haben die Menschen aus dem sozialen Umfeld einfach die Schnauze voll. Man versucht zu helfen, aber alles potenziell zum Erfolg führende wird wieder und wieder und wieder abgelehnt. Du hast doch selbst schon zu Genüge rumgeheult, dass die Vorschläge aller konventionellen Methoden wie Sport oder gesunde Ernährung bei dir nichts bringen würden. Du siehst keinen Sinn darin, durch die Gegend zu laufen? Hol dir einen Hund, schenke einem Lebewesen, das in seiner Geschichte auch viel Pech hatte, ein neues Leben, während du im Gegenzug bedingungslos geliebt und auf Trab gehalten wirst. Wobei, besser nicht. Das arme Tierchen würde wahrscheinlich enden wie dieser komische Selbstmordhund aus Chaos City. Oder der Hund würde etwas tun, was dir nicht passt, zum Beispiel in die Ecke pinkeln, weil du mal wieder besoffen herumliegst. Und dann würdest du ihn instant zum Nazi ernennen. Und ich will mir nicht vorstellen, was ein krankes Hirn wie deines dann als nächstes tun würde. Nein, darüber will ich wirklich nicht weiter nachdenken. Vergiss den Ratschlag, André. Bitte hol dir keinen Hund oder irgendein anderes Haustier. Du liebst Musik? Dann schreib und laber nicht nur darüber, sondern lerne selbst ein Instrument. Komponiere Songs und alles, was dazugehört.
Damit könntest du vielleicht sogar Geld verdienen und müsstest nicht psychisch kranke Teenager anschnarren, damit sie dir etwas von ihrem Taschengeld spenden. Damit geht es Betroffenen unter Umständen vielleicht sogar nur noch schlechter, weil sie sich schuldig und unfähig fühlen. Sollen wir sie etwa in diesem Teufelskreis bestärken, damit sie es für richtig und legitim halten, was sie da tun? Sich abwenden ist ja auch nicht okay, weil sie sich dann wieder im Stich gelassen fühlen und das Ganze so weiter getriggert wird. Wenn ich jetzt sage, dass man seinem Umfeld mit diesem Verhalten einen immensen emotionalen Kraftakt aufbürdet, dann klingelt es wieder im Opfer- und Minderwertigkeitskästchen. Aber dabei geht es Menschen wie dir nicht um die anderen, sondern wieder nur um euch selbst, weil die eigenen Thesen damit ja bestätigt werden. Man hat bei euch einfach keine Chance, irgendetwas richtig zu machen, solange ihr nicht diese destruktiven Gedankenmuster aufbrecht, und das könnt ihr nun mal nur selbst tun. Das kann euch kein anderer abnehmen. Und solange das nicht passiert, wird es nicht besser, sondern nur schlimmer und schlimmer. Wenn du den Eindruck hast, dass jemand total darin versinkt und du gerne helfen willst, dann biete doch auch einfach mal Hilfe an und sag, komm, wir gucken einfach mal zusammen, was dir helfen könnte, und experimentieren da ein bisschen rum. Ja, das kann man durchaus machen. Nur läuft das leider oft darauf hinaus, dass eine Heulsuse wie du dann Situationen provoziert, die dann genau dazu führen, dass sie wieder einen Grund hat, sich selbst zu bemitleiden. Ich habe da einen netten Artikel gefunden, der die analoge Problematik bei chronisch Liebeskummerkranken aufzeigt. Das sind Muster. Man wiederholt etwas wieder und wieder in der Hoffnung, es beim nächsten Mal richtig zu machen. Außerdem kommt hier hinzu, dass viele diesen Zustand für sich selbst missbrauchen, um sich Zuwendung und Aufmerksamkeit durch andere zu sichern. Und wehe, die wenden sich irgendwann resigniert ab, denn dann hat man seine Thesen ja wieder bestätigt bekommen und das ganze Spielchen geht von vorne los. Deinem Content nach würde ich intuitiv mal behaupten, dass sich sehr viele Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung unter deinen Zuschauern befinden. Jetzt erlebt man es ja zum Beispiel bei einigen Borderlinern immer wieder, dass da sogar Selbstmorddrohungen kommen, wenn man nicht tut, was sie wollen. Da werden dann auch schon mal gezielt Schnitte gesetzt, um andere damit zu bestrafen. Das ist noch nicht einmal wirkliche Böswilligkeit, weil dieses Verhalten aus der Krankheit heraus geschieht und diese Menschen sich der Ausmaße dessen, was sie anderen damit antun, nicht bewusst sind. Aber es wird mit moralischer Erpressung gearbeitet und ich würde zu gerne von dir wissen, wann der Punkt erreicht ist, an dem man sich davon zurückziehen darf. Wie viel sollte oder müsste man ertragen, bis jemand wie du sagen würde, dass es in Ordnung wäre, das Weite zu suchen, um sich selbst seelisch nicht zugrunde richten zu lassen? Wie weit sollen diese Experimente gehen, André? Damit kannst du natürlich auch keine Therapie ersetzen, aber es ist schon mal ein erster wichtiger Schritt, bevor sie sich vielleicht überhaupt bereit für Therapien fühlen. Redest du von den Therapien, die du ablehnst, weil sie ja so traumatisch und ineffizient bei dir gewesen sind und du es deshalb für sinnvoller erachtest, dir eine Flasche Whisky hinter die Binde zu kippen? Aber davon ab, habt ruhig mal Mut zum Selbstmitleid. Das muss nicht immer extreme Ausmaße annehmen und du kannst nicht von dir erwarten, jeden Tag in allerbester Laune zu sein. Also, wenn ich schlechte Laune habe, weil ich zum Beispiel beschissen geschlafen habe und mich nach dem dritten Kaffee immer noch fühle, als wäre ich dem Truck of Peace begegnet, dann hat das einen verdammten Scheiß mit Selbstmitleid zu tun. Wenn ich morgens zur Arbeit fahre und auf der Straße neben mir ein Tiertransporter hält und ich die Panik der Tiere miterlebe, dann habe ich schlechte Laune. Genau genommen könnte ich instant anfangen zu heulen, aber es hat einen verdammten Scheiß mit Selbstmitleid zu tun. Hör auf, das gleichzusetzen, denn das sind zwei völlig unterschiedliche Baustellen. Und nochmal, wenn das Ausnahmesituationen sind, dann braucht sich keiner schlecht fühlen und niemand nimmt es einem übel. Es geht um den Dauerzustand, den Leute wie du pflegen und vor sich selbst nicht zugeben. Das schaffen nicht mal die allergrößten Lebenskünstler. Habe ich nicht recht, Mr. Tiger Youth? Und in dem Sinne, stay well und bis zum nächsten Mal. Ich bin es so leid mit dir, André. Wirklich. Du machst einen auf lieben und verständnisvollen non-binären Menschen, der ja nonstop am Reflektieren ist. Dabei ist das Einzige, was du tust, deine kranke Gedankenwelt auf andere zu projizieren. Ich bin es leid, dass du dich in deinen Videos gegen Gewalt aussprichst, während du auf Twitter genau dazu aufrufst. Wenn nicht offenkundig wäre, dass du nichts als ein verlogener und scheinheiliger Faschist der übelsten Sorte bist, könnte man meinen, dass du eine dissoziative Persönlichkeitsstörung hast. Ich bin es leid, dass du labilen und leicht zu manipulierenden Teenagern absolute Schwachsinnsratschläge gibst, während du zutiefst menschenverachtende, radikal ideologische Scheiße mit einflechtest und jegliche Kritik daran mit genau diesem Vorwurf kategorisch diskreditierst. Und deswegen fick dich, André.